Mein Name ist Kerin Schmidt, ich bin Autorin, ich bin auf Sylt geboren und liebe es, auf dieser Insel zu leben. Ich habe ein Buch geschrieben, das von Liebe, von Freundschaft handelt. Es handelt von Familie und von einem der schönsten Orte in Deutschland, und zwar von der Insel Sylt. Ich bin auf Sylt geboren und bin in Morsum groß geworden, einem kleinen friesischen Dorf nahe des Kliffs, und ich hatte das große Glück, dass ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, zwischen Kühen und Schafen und Pferden. Und diese ganze Natur, die Landschaft, das war nicht nur mein Zuhause, sondern das war der größte Spielplatz, den ein Kind sich überhaupt wünschen konnte. Sylt hat sich natürlich auch verändert. Es ist einfach der Lauf der Dinge. Das passiert in Städten, das passiert in Dörfern, das passiert genauso auf dieser Insel. Damals konnte ich auf der Straße mit meinen Nachbarn spielen. Heute ist es schon schwierig, Nachbarskinder zu finden, weil immer mehr Einheimische leider wegziehen müssen. Es gibt die Wohnsituation, die nicht einfach ist. Es gibt keine Geburtenstation mehr auf der Insel. Aber trotzdem darf man bei all dem nicht vergessen, dass Sylt immer die Insel bleibt, die sie auch wirklich im Herzen ist. Das Meer bleibt das Meer, die Heide bleibt die Heide und der Sand bleibt der Sand am Strand. Daran ändert sich einfach nichts, und das sollte nicht vergessen werden. Und das ist auch der Grund, warum so viele hier bleiben möchten und warum so viele hier wohnen. Einer der schönsten Momente ist es einfach, morgens ganz früh, wenn die Sonne aufgeht, mit den Füßen im Wasser am Strand spazieren zu gehen, wenn kaum einer da ist und die Wellen ein bisschen rauschen. Ich möchte die Leser mit meinem Buch in eine Welt entführen, die aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Es wird so viel über Sylt berichtet, und Sylter sind auch nur Menschen mit ihren Emotionen, mit ihrem Alltag, mit all dem, was sie leben. Und genau da sollte man einfach mal reintauchen.